Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar, ich habe angekündigt, dass wir heute etwas bauen und mein GUI verrät es schon. Da sind noch ein paar andere Spieler. Jetzt muss ich den offiziellen Weg nehmen, weil sonst heißt es ja, ich mache ja nicht genügend Roleplay. Mal gucken, wer heute alles da ist. Hallo, kein Mobbing. So, Hat er wieder seine Waffe mit? Ja, Jungs, ist gut jetzt. Beruhig ich dich. hab Für ein Spiel. gehört, Hier kriegst du eine Vanille-Cola und dann ist gut. Beruhig dich. was machst du da? Toast! Warum ist da Diesel im Mixer? Soll das ein Energy-Drink werden? Ja. Olli, hast du das Geheimrezept für Red Bull herausgefunden? Ja, mit Diesel. Ja. So, Jungs, ich hab gehört, wir machen uns auf den Weg. Ja, warte, ich schmeiß mein Geld noch in den Automaten. Oh, jetzt zähl dich doch mal, ich will mein Geld hier reinschmeißen. Hol mir einen Mountain Dew. Er hat einen Mountain Dew bekommen, da habe ich gesehen. Über diese Mountain Jude. Hat jemand was zu essen? Sind im Wagen. Ist im Sorry, Wagen. ich Ist hab im kein Mountain Wagen. Dew. Okay. Hab ich schon gesehen? Ich hab aber wirklich keinen. Fanta, Cherry Cola, Cola. Bring die Cola. Grüne. Cola Cola. Zero, Cola Cola. Zero, Hendrix, Cola Ich Zero. hab Cola Meins, meins, und. meins, meins, meins. Oh Mann, alle sind so vorgegangen. Keiner wartet auf mich. Und wer? Doch ich. Hi, Olli. Ah, hi. In welchem? Da ist Essen. Kebab. Ja, genau, wir haben so knapp. Warte, ich hab Toastbrot. Ja, Großlieferung von der Döneria. Okay. So, dann wollen wir doch mal. Ich laufe vorne zu meinem Wagen. Olli, wir Ja. wären dann, glaube ich, soweit. Sind alle eingestiegen? Ja. Ja. Gut, dann wollen wir doch mal. Okay. Let's go. Dieser Zug verlässt nun den IC-Werk. Den IC-Werk. Der Nizere-Werk. Lom. Lan, Sitte Ist unser Zug irgendwie einen Wagen kürzer wie eben? Die Wagen sind genauso lang wie vorhin. Lan. Ja, Utsche, die werden auch nicht, das Modell ist auch nicht kürzer geworden. Nein, nein, ich glaube eben, waren das auch vier von den Wagen standen und nicht drin sitzen. Ja, einer wurde technische Weg. Probleme, Heißläufer und. Nee, 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 Heißläufer und wurde ausgeräumt. wegrationalisiert. Nee. So nicht. Guck mal, Olli, du hast vor dir eine ganz neue Erfindung auf dem Server, das erste funktionierende Vorsignal. Oh mein Gott, muss ich direkt Aussteiger angucken. Beep, beep. Krass. Oh. Olli, der Zug fährt noch. Ich hab Angst gehabt. Passt. Keine Sorge, Zug hat Automatik, fährt alleine. Solange ich kein Dirt einsammle. Autopilot oder was? Ja, modern. Der hat Rein sogar Roadrunner. theoretisch. Ich werde nur bezahlt fürs Fahren. Ach nee, das Signal ist eh noch nicht eingestellt. Das heißt, bleibt noch alles so, wie es ist. Du meinst fürs dumme Rumsitzen im Führerstand? Ja. Das Witzige, das Vorsignal funktioniert. Das Hauptsignal reagiert aber auch noch nicht übers Überfahren. Gute Qualität. Wirklich jetzt? Wer hat seine Gitarre dabei? Klarinette. Eine Klarinette? Pack die Klampfe weg. Es geht nicht über eine Klarinette. Ich denk mir so, hat da jetzt irgendjemand einen Soundblock platziert oder? Ihr Mountain Dew mitgenommen. Au, 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 au! Alter, 0,1 Block und der Kubose-Wagen wäre unter der Brücke weg. Also passt da kein Dosto durch, oder Das was? wäre Cabrio-Wagen. Cabrio. 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 Krasses Cabrio. Na, mal eine Frage an die Baumannschaft. Denkt ihr, dass die Überführung hier an der Stelle sinnvoll ist? Jo, wir schaffen das. Das war voll die gute Antwort, Sentex. Ich bin sowieso nur Lokführer, ich baue nicht.
Ja, du bist nur unser Shuttle-Service, Olli. Macht dann 2550 Euro die Minute. Ah, warte. Slash Pay Electrix Olli. Ich zahle im Voraus, ne? Wow, ich habe Euro gekriegt. Du hast Geld, nicht genügend Guthaben. Hallo, wie viel Geld hab ich denn? Ach ja, ihr habt ja mein Geld runtergesettet, ihr Schweine. Ihr Schweine, habt mich. Ja. Okay, ich habe 2 Euro gekriegt. Reicht mir, fahr ich. Oh, 3 Euro. Jetzt hab ich von dir nicht auch noch Geld? 4, 5, 6, oh. Ja, ich musste meinen Kontostand jetzt erst wieder auf 2,5 Millionen setzen. Okay, mein Konto ist halt, mein Bildschirm ist halt voll mit, dass mir Leute Geld gegeben haben, passt. Interessant, Trainsa has played for one... Santex! Du hast mir jetzt eine Million 200.000 abgezogen. 400.000. 600.000. Und 9 Euro. Sentex, hör auf! Olli, ist das genug Geld? Ja. Echo Set Trainer 0. Dein Kontostand wurde auf 0 gesetzt. Owner hat dir 50 Euro gegeben. Dein Kontostand wurde auf 3 Euro gesetzt. Jungs, könnt ihr euch mal entscheiden? Mehrwertsteuer. Ich gebe dir 50 Euro und dann wird auch noch Mehrwertsteuer. Jetzt, alles klar. Jetzt werden die ganze Zeit meinem Konto 3 Euro hinzugefügt. Ja, wir haben hier auch ein bisschen Arbeit geleistet, ne, Sentex? Was, ich Arbeit? Nix ja, Arbeit, hier, nix deutsche Pass, nix Arbeit. Ich mache alle Arbeit. Olli, du hättest schon längst anhalten müssen. Wow, dann zeigt ihr mir aber früh. Wir halten im Bahnhof, hallo. Okay, dann fahr bis zum Bahnhof. Fahr bis zum Bahnhof, dann laufen wir zu der Stelle zurück. Toll, jetzt hätte ich fast den Sie vertan. Nein, wir wechseln aufs S-Bahn-Gleis und schieben zurück. Ich hab Toast! Du auch? Wie kommen wir denn? Ach ja, da muss einer von uns aufs Stellwerk. Yo, Erik. Bin ich der Einzige, der das Stellwerk da bedienen kann? Anscheinend. Ja. Schwer. Ist schwer. Ich nix Ausbildung. Ich mache nix Arbeit. Easy. Richtige Richtung sogar. Cool. Wie wir nun sehen, fahren wir an einem Fußballplatz und einer überdimensionierten Tischtennisplatte vorbei. Oh, ja. Und an der Eisdiele. Und genau, an Wohnhäusern. Die da noch niemand eingezogen ist und eine Tür komischerweise offen steht. Ja. Einbrecher? Hallo? Hallo! Wer ist da? Oh, danke, jemand gesehen. Also sind zwei Türen offen. Olli, du musst ein bisschen über den Bahnhof hinausfahren. Krieg ich irgendwie hin. Hallo, ich bin der Roadrunner. Ja. Roadrunner sagt einfach, wenn ich mach klick, dann macht er einfach hinten. Ja, du musst über die letzte Weiche da hinausfahren. Ich lauf schon mal Richtung... Alles klar, warte, ich will ein bisschen anhalten. Ich überhole dich. Ich fahr auch nicht Folge. Ich bin davon ausgestiegen. Ja. Geht. Nein. Doch. Die Diet hat sich gerade angehört wie ein Klick-Klick. Klick-Klick. Das hat sich angehört wie ein Klick-Klick. Nichts gute Roadrunner. Mip. Oh, Tatsache, ich habe wirklich Mountain Dew dabei. Ich bin runtergefallen. Warte, ich sag euch gleich, wann ihr zurücksetzen könnt. Wieso Däne? Muss man nie sagen. Ich glaube, das Gleis, die Weiche müsste umgeschaltet haben. Boi. Setzt mal zurück. Nein, geht nicht. Da muss ein Hebel umgelegt werden. Die Weiche liegt falsch. Da liegen zwei Weichen falsch. Warte mal. Makrofontest in Ordnung. Ich habe nichts gehört. Ich glaube, jetzt können wir zurücksetzen, sein Text, ne? GM1. Nicht GM12, GM1. Kennst du nicht GM12? Okay, jetzt könnt ihr auf jeden Fall zurücksetzen. Erik, wir bauen GM0. Ja, ich gehe ja auch wieder in GM0. Ich musste nur hier den Zaun abreißen. Habe ich schon gemacht. Zwei Trainer.
noch ein Stück. Olli, du darfst schneller wie 10 km/h fahren. Lass mich. Er ist halt zu da, hinten, da hinten sagt das Signal noch halt, ich muss ganz schnell hoch ins Stellwerk. Ah. Ausfahrsignal stellen. Bist du in dem neuen Steuerwagen, ne? Olli, ne, du musst gleich, muss eigentlich der letzte Waggon schon PZB Befehl, nicht Befehl. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Nein, nein, die Lok. Oder die Lok, okay. Olli, da kommt gleich ein Signal, was du bestätigen musst. Befehl. Nein, tu ich nicht. PZB-Störschalter aktiv. Passt. Alles gut. Mann, wieso bestätigen ist doch grün? Und gelb. Ja, grün passt. Warum ist da ein Goldpferd an der Polizeistation? das gehört GCG. Das ist Polizeipferd. Der hat mehr PS als alle anderen hier. Echt? Ein PS hat er. Die anderen haben 0 PS. Krass. Oh, krasse Kurve. Was habe ich denn jetzt auch gesagt? Ich glaube 64 Hebel. Ja, habe ich auch oft gesagt. Easy. Er kennt's nicht. Ich bei Nexo sagst, wenn wir langsam mehr werden müssen und anhalten müssen, ne? Ja. Oh, ich hab. Der Eistee-Erdbeer schmeckt eigentlich echt gut. Was ist denn? Alles klar. Ich höre irgendjemandem was aufsammeln, ich glaube, es ist Erik. Was? Community Opladen. Alles klar. Stan, wie heißt die Haltestelle hier eigentlich? Opladen. Genau, Opladen. Opladen. Hier anhalten, oder was? Nein, nein, fahr weiter. Okay. Community City Opladen. Warte, da ist eine Weiche. Und die... Na, stopp. Halt, stopp! Sorry, Bremse nix gut. Halt, stopp! Jetzt du kannst weiter. Ist alte Lok nix gut, Bremse abgefahren, bisschen geht nicht mehr. Steig erstmal aus, so cool. Olli, habe nicht nur einlösige Bremse, aber nur Bremsen einmal, nicht lösen. Ich glaube, wo geht's eigentlich da hinten runter? Das weiß ich gar nicht. Hä? Zu Stan. Wenn man da runterfährt, wohin geht's da? Zu Stan. Auf Stans nebenan. Hui. Langsam. Noch ein Stück. Wir sind fast da. Und stopp. Wally, ne? Wärst du 3 Blöcke weitergefahren, ich wäre in der Schlucht ausgestiegen. Sentex fällt so die Schlucht runter. Ah, ja, müssen wir wohl alleine machen. Ja, ich nehme jetzt mal alle Warnwesten. Easy. Wo haben wir denn die Erde? Die ist in irgendeinem Wagen und ich habe zu viel Zeug dabei. Die Erde haben wir gar nicht dabei. Doch, hinten. Doch, die Erde ist hier hinten. So, na dann komm, dann wollen wir doch mal hier anfangen, den See auszutrocknen. Jo. Oh, die Schlucht hier ist cool. Ja, die wird auch irgendwann mal dicht gemacht. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Ich würde mit einem Krankenhausaufenthalt rechnen. Aua. Zentex ist gewalttätig. Hat Zentex dich die Schlucht runtergeboxt? Nee, aber er hat mich angeschossen mit einer Steinschleuder. Vor allem, wie alle denken, dass das eine Steinschleuder ist. Ist so. Vor allem bei Minecraft ist gerade überhaupt nicht buggy. Ich kann gerade nichts auswählen. Okay. Egal, guck ich halt zu. What the fuck? Wie habt ihr mich weg? Wie hat... Das war die Steinschleuder. Das war wohl eher ein Katapult. Nein, Steinschleuder. Weißt du, bei mir fliegt erstmal so ein richtiger Stein als Item durch die Gegend. Ich denke mir so, what the fuck? Hier, Sentex, kriegst ein Cola Zero. Geil. Nein, warte, es kriegt ja eigentlich Ötchi-Web. Yeah. Und der freut sich doch immer über Cola Zero. Ja, gut schön, ne? In Koblenz. Only Diät-Cola. Koffeinfrei kriegst du.
Dafür sorgt Stan. Nee. Itche, ein Toastbrot? Hast du Hunger? Ihr sorgt nicht dafür. Ich oh, die arbeitet halt echt nicht. Nee, weil, ich bin Verpflegungsbeauftragter. Weil, Olli, weißt du, was das Schlimme ist, ja, wenn du... Ich bin Verpflegungsbeauftragter. Wenn du nach Koblenz kommst, ne, zum Sommerfest, ja, ne, die Lebensmittel, die die da verkaufen, gibt's im Speisewagen. Easy. Easy, direkt wieder in die alten Gewohnheiten kommen. Aber nee, danke, ich will da nicht rein, die dann in den Speisewagen. Ja, ich auch nicht, deswegen. Olli, Erik, so, diesmal isst du deine Erbsensuppe auf. Ich hab die beim letzten Mal aufgegessen. Nein, du hast den Teller halb voll zurückgegeben. Nein! Frag mal Utsche. Wer beschätzt sich schon freiwillig Erbsensuppe? Utsche hat die zurückgegeben, ich hab die aufgegessen. Utsche hat da gar nichts gegessen, oder? Doch. Erik, du sollst das Ding zubauen und keinen Dekoplatz hier draus machen. Och, Erik, schon wieder Langeweile. Im Let's Play. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Du bist kontraproduktiv. Easy. Guck mal, man muss mal einfach Steinschleuder und Allahu Akbar. Zentex. Hä? Nicht eher das hier. Noch. Guck mal her, guck mal her. Hey, hey, nicht hergucken. Okay, Zentex, was hast du gewollt? Ich sehe halt eiskalt Steine fliegen. Nein. Ha. Idiot. Ha. Junge, ich höre Eis. Hör auf, Mann. Ich finde das unfair. Wieso darf er mich abschießen? Ich weiß es nicht. Du bist okay. Auch Owner, du kannst auch was dagegen unternehmen. Okay. Jo. Es hieß, ich kann was unternehmen. Sind Sie mit Ihrer Baueinstellung zufrieden? Kreuzen Sie ein. Ja? Nein? Der Text geht auf Nerv. Oh, Alter, ist okay. Ich wollte gerade sagen, Thema C4 an einer Person anbringen. Und dann denke ich mir so, ah, der Witz ist nicht gut. In dem Moment, C4. Yo, halt mich jetzt. Sorry, Erik, tut mir leid, dass ich dich mit erwischt habe. Ich glaube, ich habe nicht mal Leben abgezogen bekommen. Ja, den Typ kann ich nicht erschießen, sonst knall ich die Lok weg. Okay, Santex, komm zurück zum Bauen. Ich werde ihn mit Stein beschossen, das finde ich unfair. So. Jo. So. Die Rache kommt, Santex. Übrigens, so, für alle, die sich fragen, woher wir die Erde haben, die Erde ist sogar erfarmt. Das kann der Uchebep bestätigen. Ja. Yeah. Ja, gut, dass Uchebep daran fast gar nichts gemacht hat, sondern ich die Messe. Ja. Jetzt sind wir quitt, okay? Ich wollte aber einfach mal, dass Uchebep was sagt, weil der ist die ganze Zeit so still. Ja, hab vergessen mich zu entmuten. Zentex, wir packen unsere Waffen weg, haben wir gesagt. Pack weg. Zentex, C4 also, ich hoffe, ist auch eine Waffe, Zentex. Ich hoffe mal, der Sonderzug hat... Zentex, darf keiner in diesen Radius reinkommen, oder was? Ja, dann spreng ich alles in die Luft. Ich hab überlebt. Ich auch. Oh, mein Toastbrot ist weg. Ich hab mein Toastbrot reingeschmissen. Er hat gezündet. So, du Mörder! Nee, Erik, ich hab bei dem Sommerfest nur eine Cola getrunken. Hä, aber ich das hab... Das sind alles Tretminen. Aber am besten fand ich eh... Was habt ihr hier gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Ein Feld war Hä, Syntax, aber Painter war doch ganz klar am besten die ganze Zeit. Ja. Olli daneben! Hilfe! Drauf. Glück nicht. Ach, Steve. Nein! Hi! So... Oh. Ja, Leute, ich muss ein paar Blöcke runter. Nicht so, Syntax. Die wir auch so. Dann lass mal einfach so runter. Der trifft uns nicht. Ja. Oh, guck mal, da unten ist eine Mine. Oh. Ich hab euch Blöcke hingeschmissen. Wo? Ja, Sam, wir müssen aber irgendwie eine Treppe hier hochbauen, ne? Ja. Okay.
Fuck, wie bauen wir eine Treppe? Ja, halt. Oh, warte, also, nicht auf dem C-Teil-Lehrgang Treppen bauen. Nein, wir waren leider nicht auf diesem Seminar. Syntax, zünde mal das C4. Genau, Sam, wir bauen einfach nur eine Treppe. Zünde jetzt bloß nicht das C4. Ey! Nein! So. Das zündet nicht! Geht doch. Ja, das dauert immer ein bisschen. Wow. So. So, ich habe mir noch mal 2 Stack Dirt geholt. Mensch, Syntax. Oh, Syntax. Hier, Kebab. Ich gebe. Jo. Wahl der Wahl. So. Guter Flug. Oh. Too easy for me. So, so. So. Ich komm nicht retten. Wow. Real Uche. Uche so, ich komm dich retten. 20 Stunden nach der Aktion. So. Syntax, komm her. Scheiße, ich wollte Olli runterboxen. Ah! Hey, das finde ich unfair. Wieso darf Syntax liegen? I don't know. Warum darfst du Waffen benutzen? Weil du auch uns die ganze Zeit mit C4 ab. Ich nehme mir jetzt mal eine Diamantschau. Da sterbt ihr aber nicht direkt. Trau durch. Ich habe auch 2 Schüsse gebraucht. Genauso wie du mit deinem C4. Na gut. 1, 2, 3, 4. Ich schmeiß die paar Türen runter. Danke, Olli, wegen dir habe ich den verpackten Skin. Was bringen mir Türen? Das deck dich hoch. Wow. Nein, dann schieß mich nicht runter. Stan, du kannst schon mal Bürgersteige holen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieser Moment, wenn du am Spawn stirbst. Fick dich, Syntax! Toll, jetzt habe ich 2 hässliche Spawnpunkte da. UCH-Web will weg. Der will sich vor der Arbeit drücken. Ja, der ist. Ich bin ganz plötzlich krank. Erik! Ja. Ich hab was gefunden. Was denn? Komm her. Komm her, Polizei für Pony. Ich bin immer weg, ne? Okay. Sollte ich so auf den Gleisen rumlaufen? Ja. Ja. Auf einmal kommt da ein Zug an. Ja, Olli, dein Einsatz. Ich hab gehört, da bin unterwegs. Nein, bringt schon nichts mehr. Bam. Olli kommt mit dem Polizeipferd. Wieso, wo kann ich das Ding anbinden? Hat er jemanden gehauen? Wenn sie so lenken würde. 1, 2, 3, 4. Oh, ich hab Samen. Du Ekelhafter. Heute gibt's Lasagne. Du weißt, dass wenn du dem Pferd was tust, dass dann GCG aus dir Lasagne macht, ne? Dem Pferd doch nicht auf, wenn ich ein neues Pferd ins Spawn. Wegen dem bin ich eh in ETS gebannt. Also.
So. Olli, Alter, pack die Waffe. Ja, aber du, aber du. Das ist ein scheiß Steinschleuder. Ja, das. Und was war das gerade daneben? Das ist klack, klack, hus, hus. Das hier? Ja, das, ne? Das ist eine kleine Pistole vom Flensmod. Das ist eine Stone Gun. Jo. Ja, alles klar. Ich hab schon wieder Samen. Hier ist ein Dex, ich schenk dir Samen. Warum funktioniert der scheiß Bogen nicht? Wir haben keinen Axt, ernsthaft. Doch, ich glaub. Ich weiß nicht, ob Sentex Äxte reingetan hat. Nee. Hey, wo ist meine Lok hin? Olli, wo bist du? Jungs! Easy, ich bin weg! Euer Gameplay ist mal wieder von Top-Qualität, das ist, weil ne? Dabei ist. Genau, das ist, weil ich dabei bin. Ja. So, so. Dann mache ich mal den Eisenbahner und Zentex meint hier mit Waffen, das erstes durchzudrehen. Du musst ja direkt mit deiner Waffe eskalieren. So. Ich bin nur auf Abwehrverteidigung gegangen. Ich wurde angeschossen. Komm her, du Scheißviech. Ach. Ich habe ein Lagerfeuer gemacht. Setz dich ans Lagerfeuer. Ich helfe dir. Das war jetzt nicht nötig. So, back. 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 Zack. So, jetzt muss ich den Zug wieder mit Dirt beladen. Erik, wann sagst du, soll hier nochmal der Bankzug herfahren? Welcher Bankzug? Der hier herfahren soll. Keiner. Wann mal? Hast du davon nicht geredet? Weil ich hab schon mal was vorbereitet. Nein! 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 Hallo Wakpa! Hallo Wakpa! Sentex, ich will das Video nicht sperren oder ich will nicht sehen, dass das Video von YouTube gesperrt wurde wegen islamistischen Hintergrund. Hey, sag doch nur, Allah ist groß. Wäre aber geil. Wird das Video so gesperrt? Grund. Allah ist groß. Verdacht auf terroristische Aktivitäten. Boah, Alter, hab ich eigentlich die Bullen mal bei mir zu Hause. Sentex wohnt da. Sentex wohnt in. Hier! In 50667 Köln. Ach, du auch? Ich auch. Cool. Schlagloch. Schlagloch. Oh, dieser Uche HEB ist nun abwesend. Ich dachte, wir auf. Dachte ich eigentlich auch. So, so besser. Ja, das ist kalt hier, Alter. Aber Sentex, ich glaube, durch unsere Schießerei eben fällt dieses Video unter nicht jugendfrei. Ja. Passt. Hat Erik zwar weniger Klicks, aber. So, einmal so gucken. Das Ganze wird gerade. Gut. Ich habe neue Lok mitgebracht. Ja, dann wär's. Dann haben wir jetzt hier erstmal unseren Anschluss gebaut. Wow. Das nächste wäre eigentlich das hier noch wegzureißen. Mal gucken. Mal gucken, wie hier weitergemacht wird. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht noch spontan irgendwas aufnehmen. Ich würde erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Traincraft. Bringt nichts, Sentex, ich bin in Game Mode 1. Stan! Bam!
Gut, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hab Döner. Olli, verabschiede dich mal. Ciao. Syntax, verabschiede dich mal. Tschüss. Stan, verabschiede dich mal. Adios. Uche Beb, ach, der ist ja weg. Also dann bis dahin und bye bye. Arrivederci.